Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Gas Station Simulator oder wie ich ihn neuerdings nenne, den Stresssimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ihr seht schon, ja, der Laden ist voll, der Laden boomt und die Kasse ist voll, ne? Kraftstoff, warten auch Leute, es warten 7 Leute an der Kasse. Ich kann mir nicht vierteilen, aber wir können gleich wieder unser Personal einsetzen und die werden dann, hoffe ich, das Chaos beseitigen. Mit den Bestellungen kommen wir auch nicht mehr nach. Wir gucken mal, wie viel Geld unsere Angestellten wollen. Ja, können wir uns leisten. Das heißt, die gute Dame geht erstmal wieder an eine Kasse. Die gute Dame ab an eine Tanke. So, und der gute Mann, der Jan, der macht mir erstmal wieder sauber. Und ich werde mich in die Werkstatt verpieseln. So, nämlich da warten schon Kunden. Sprit haben wir auch wieder geordert. Ansonsten allen einen schönen Tag gewünscht. Sehr schön. Was brauchen wir jetzt hier? Oh, 2 Reifen, Kratzer, Spiegel, volle Programm, ne? Erstmal den Kratzer wegmachen. Ja, ja, der Stresssimulator auf jeden Fall. Wir sind auch nach wie vor hier nochmal im Twitch-Livestream am Freitag, am letzten Freitag, wohl bemerkt. Ja, die Leute meinen auch, das ist hier mittlerweile einfach nur... Guck mal, das ist unsere Ware, die wir beim letzten Mal bekommen haben. Die können wir einmal wieder alles einräumen. Hier, wir haben auch Batterien bekommen, ne? Sehr schön. Und können jetzt hier erstmal die Reifen wechseln, ne? Also, der Livestream-Chat meint auch, jo, es ist ein bisschen stressig, das Spiel. Aber nichtsdestotrotz, es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und sorgt auf jeden Fall für diese andere Art von Kick, ne? Versteht ihr? Jan, mach sauber hier, komm. War ein bisschen schneller, ne? So, 2 Reifen wechseln. Dann haben wir, glaube ich, noch einen Spiegel, den wir gleich tauschen müssen. Und wir haben schon... Wir verdienen auf jeden Fall wieder richtig gut Geld, ne? Also nach einer gewissen Zeit geht das echt fix. Aber du kommst auch teilweise mit den Bestellungen gar nicht mehr nach. Meine Idee wäre jetzt zum Beispiel, dass man sich vielleicht noch jemanden holt, der auch in der Werkstatt arbeitet. Weil da kann ich mich nämlich um den Nachschub kümmern. Vielleicht auch noch eine weitere Person kaufen oder noch einen weiteren 2-3 Wohnwagen kaufen, dass man immer Leute hat, die für einen irgendwas was machen. So, schönen Tag, ne, junge Dame. Ich weiß nicht. Wäre, glaube ich, hilfreich. Weil so viele Sachen, wie man hier mittlerweile macht, guck mal hier die Parkplätze, die sind einfach nur voll die ganze Zeit. Ne, die Polizei hier. Anders will. Mann, 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 Mann. Ist irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen arg verpeilt. Na, guck mal, die Leute, die rennen uns hier die Bude ein. Außer, dass Maria sich gerade mal wieder die Fingernägel lackiert hat. Ich habe es genau gesehen. Ja. So. Werkstatt, kommen die Leute auch regelmäßig rein. Ich weiß gar nicht, ab welcher... Wen ruft man, wenn die Polizei einen Unfall verursacht hat? Das ist eine sehr gute Frage. Wir können mal gucken, ab wann wir die Werkstatt upgraden können. Guck mal, wir haben ja die Tankstelle ist schon Level 5. Ich glaube, höher geht nicht mehr. Hier haben wir Level 3. Könnten wir machen. Da haben wir noch mehr Artikel. Würden noch mehr Geld verdienen. Aber die Frage ist jetzt, wenn wir uns jetzt noch einen Wohnwagen kaufen. Guck mal, der kostet 499. Also ich will mir jetzt einfach nochmal 2 Wohnwagen kaufen und noch jemanden für die Werkstatt raussuchen, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, ja, ne? 1. So. Neue Wohnwagen. Wir müssen den Onkel natürlich noch ausbezahlen und kaufe jetzt noch einen. Oha, Leute. Ist das das Maximale gewesen? Business is thriving. Yo, wir haben die maximale Anzahl an Wohnmobilen. So, hier können wir noch ein paar Sachen wieder platzieren. Die Sportzeitung darf nicht fehlen. Hier können wir schon ein paar Kippen platzieren. Sehr gut. Und ansonsten steht der Polizist da immer noch drin, ne? Schade für ihn. Hüte haben wir keine mehr. Haben wir noch Getränke? Nein, wir haben nichts mehr. So, wir werfen mal kurz einen Blick drüben auf unsere neue Wohnwagenreihe. Guck mal, wir haben jetzt einen ganzen Wohnwagen-Trailer-Park. Guck mal, da sind noch neue mit dazugekommen. Sehr schön.
So. Wir können auch noch neues Personal einstellen. Das würden wir dann, glaube ich, gleich auch noch machen. Aber ich behandle jetzt erstmal hier den Kollegen in der Werkstatt. Mahlzeit. Guten Tag. Weil dann, wenn wir nämlich für alle Aufgaben einen haben, dann können wir uns darum kümmern, dass wir vielleicht... Wie ist der überhaupt gefahren? Zwei kaputte Reifen? Warte. Spiegel und so weiter. Da können wir uns nämlich um die Hauptaufgabe in diesem Spiel kümmern. Bestellungen. Ja, also Bestellungen muss man immer machen, auch das Einräumen und so weiter. Ich glaube, das kann man nicht über die KI bewerkstelligen. Das funktioniert einfach nicht. Was ich manchmal persönlich ein bisschen schade finde, aber ja, sei es drum. Sehr gut. So. Einfach ran da. So, brauchen wir noch einen weiteren Reifen. Sehr schön. Ich glaube, Kratzer in der Tür war es noch, ne? Kratzer in der Tür war es, glaube ich, auch. So, wir können schon mal ein bisschen aufräumen. Ach, hätte er auch gemacht. Ja, schade. Und Kratzer in der Tür. Ich will die ganze Tür wegschmeißen. Also, ich weiß nicht. Ob man sowas überhaupt mit dem Lackstift bearbeitet? $370. Hat sich doch gelohnt. Die Polizei kommt weg hier. Der eine steht immer noch da quer. Es gibt natürlich hier diese sogenannte Reset-Funktion, ne? Kennt ihr vielleicht? Und zwar kann man nämlich... Achtung! Warnung. Das UFO rufen. Oha! Leute! So. Einmal kurz aufgeräumt hier. So. Also, ne, wenn ihr, um eure Frage zu beantworten, wie kann man es schaffen quasi, dass hier alles soweit funktioniert und die Polizei gerettet wird? Wir brauchen ein UFO. Ne? Wer kennt's nicht, ne? Jan, wo gehst du hin? Mach hier sauber. Der rennt schon wieder woanders hin, ne? So, jetzt haben wir natürlich keine Kundschaft da. Deswegen haben wir gerade ein bisschen Zeit und können noch Artikel bestellen. Denn, das haben wir noch da. Die nächste Männer in Black rufen. Area 51 als Nachbarn hat auch einen Vorteil. Das stimmt, das ist richtig. So, gucken wir uns das mal an hier. Wir brauchen Erfrischungsgetränke, Leute. Betty's Tonic. Tropic-Colo hier. So. Dann brauchen wir da neue Eiscreme. Die habe ich beim letzten Mal vergessen zu bestellen. So. Okay, 458. Wo haben wir denn die ganzen... Die Spades müssen wir jetzt mal kaufen. Und die Superblend. Da führt kein Weg dran vorbei. Die sind immer meckern, dass es die nicht gibt, ne? 687. Wir brauchen wieder neue Hüte. Hüte sind auch maximal schnell weg, ne? 744, sehr schön. Brillen haben wir noch. Da bräuchten wir noch ein paar Plüsch-Dog-Plushies, ein paar Spielzeuge. Und dann sind wir auch schon wieder bei 1000. Ja. Zack, nächste Bestellung. Und, guck mal, da kommen sie schon wieder alle, ne? Schon wieder einer auf dem Weg hier hin. Nee, noch nicht, ne? Dann können wir das gleich schon mal wieder soweit einsortieren. Da kommt der Kollege. Alle Herren ist schon ordentlich, ne? Guck mal, alles schön sauber hier. Ich glaube, wir müssten mal wieder Wände streichen. Also die Abnutzung der Wände ist auf jeden Fall schon... Huch. Jan, mach sauber, ne? Wo willst du hin? Hör mal. Bleibst du hier? Ich muss soll denn erst bezahlen? Was für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Aber er hat wenigstens schon sauber gemacht, ne? So, die Kollegin ist auch gleich wieder weg. Aber wir warten mal auf die Lieferung jetzt. Dann füllen wir unser Lager wieder auf. Und dann werden wir das Lager irgendwann nochmal erweitern.
Mahlzeit. Komm rein hier. Sehr schön. So, wieder frische Ware hier, ne? Frisch auf den Tisch. Was wir noch nicht haben, ist Gebäck. Ja, Gebäck haben wir noch nie mit dabei. Das müssen wir dann auch noch mal irgendwann mit hinzuholen. Aber so viel Ware kann man manchmal gar nicht verarbeiten, ne? Weil du kannst Ware bestellen und direkt wieder Ware bestellen, ne? Guck mal. Schon wieder volles Lager hier. Ich glaube, das ist das nächste, was wir nochmal ausbauen werden. So, Abfahrt, Kollege. Ach, herrlich, herrlich. Schauen wir einfach mal. So, können wir zumachen? Jo. Mach dazu. Richtig. Einsortieren werden wir dann Kunden in der Werkstatt. Das heißt, das machen wir auch noch fertig. Das heißt, den safen wir uns schon mal. Ne, kleiner Tipp am Rande. Einmal draufdrücken, dann gehört er euch. Dann kann er auch nicht mehr wegfahren, ne? Logischerweise. Und jetzt räumen wir mal die ganzen Artikel ein hier. So, ich würde sagen, hier packen wir doch mal die hier hin. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die guten hier, ne? Sehr schön. So, die Stofftiere sind auch wieder vorrätig. Der kleine Hund. Die Zeitung können wir da einsortieren, aber ich glaube, wir haben sogar noch welche, ne? Die Daily Bohem. Eis hatten wir, glaube ich, bestellt. Das können wir hier auch nochmal reinbauen. Dann hatten wir, glaube ich, wieder hier Getränke. Sehr gut. Alkohol haben wir nicht bestellt, ne? Da war auch noch was da. Da war nichts mehr. Da auch nicht. Da müssen wir auch nochmal nachbestellen. Das haben wir. Das haben wir. Sehr schön. Da können wir mal zu den Kollegen in der jeweiligen, sag schnell, in der Werkstatt gehen, ne? Ach ja, so ist das, Leute. Sehr schön. Müssen wir hier noch einmal sauber machen. Ich werde jetzt gleich, glaube ich, hier die Toilette auch nochmal streichen. Die sieht ein bisschen usselig aus, deswegen wird sie noch einmal komplett gestrichen. Das machen wir jetzt mal so nebenbei. Ach, wir haben doch Kunden in der Werkstatt, ne? Ich glaube, das sollten wir erst machen. Verdammt. Voll vergessen, den Kollegen. Ach, streichen wir. Zum späteren Zeitpunkt gleich. So, was hat er denn? Der hat einen Kratzer in der Tür. Echt sein Ernst jetzt? Der kommt von einem Kratzer in der Tür. Der hat doch echt den Schuss nicht gehört. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist nicht sein eigenes Problem. Dobby, danke dir für dein Follow. So. Falls ihr euch fragt, mit wem quatsche ich überhaupt die ganze Zeit? Wir sind hier im Livestream aktuell. Und ab und zu schaut der eine oder andere hier mal rein. Und schreibt auch mal was rein. So. Und der Schwebe auch, ne? Mahlzeit. Wir streichen mal die Bude hier. Es sieht echt, echt schrecklich aus, ne? Es sieht echt schrecklich aus. Boah. Boah. Der hat aber ordentlich halt abgeledert hier. Hör mal. Ist ja ekelhaft. Habt ihr das gehört? Das ist ja abartig gewesen. Das war nicht mehr schön. Die Damen, der Schöpfer machen auch gleich wieder Pause. Das heißt, da wird es dann wieder richtig stressig, weil dann darf ich nicht wieder alles alleine machen. Wobei, wir haben jetzt zwei Wohnwagen noch uns gegönnt. Wir können noch zweimal Leute anstellen. Ne? Ich würde mal einen für die Werkstatt holen und einen vielleicht für andere Dinge. Guck mal, der WC ist tipptopp, ne? Also. Boah, ja. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute. Anders abartig. Oh, jetzt wohnen sich wieder alle aus. Oh nein, die Leute sammeln sich schon wieder an der Kasse. Das ist echt, echt beklackt. Das heißt, wir müssen gleich wieder an die Kasse. Wir müssen gleich wieder überall hin. Ich streiche jetzt erstmal in Ruhe fertig hier. So, die Toilette ist wieder neu gestrichen. Sehr gut. Durchwischen.
Guten Tag. Bitte warten Sie. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss einmal kurz hier. Können Sie sich mal kurz? Machen Sie mal Platz. Sehr schön. Einer am Kraftstoff. Wieder Leute an der Kasse. Da kommt wieder irgendeiner an der Werkstatt. So. Ich würde sagen, wir kassieren erstmal. Guten Tag, ich grüße Sie. Unseren feinsten Pflegeprodukte hier zum kleinen Preis. Heute auf alles 50%, außer auf Tiernahrung. How much do I owe you? So, ich muss mal kurz tanken, warten Sie. Mahlzeit. Auf zu upen. So, rein da. Awesome. Awesome, natürlich. So, stressiger Tag wieder hier auf der Tankstelle. Wer kennt's nicht? Hier wird wieder gehupt. Der Kollege ist auch da. Ah. Super. Super. So, ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Kraftstoff bestellen. Kraftstoff ist... Oh, 1,75, Leute. Da können wir fast voll machen. Machen wir auch. Sehr schön. Tippitoppi. Sehr gut. Nein. I don't think so. 5 Leute schon wieder an der Kasse. Und ich glaube, in der nächsten Folge stellen wir da mal noch neues Personal ein. Incredible. Ja. So. Ah, die Einnahmen, seitdem die Parkplätze ausgebaut sind, sind echt explodiert, ne? So, get moin, Grüße. 4 Kunden an der Kasse, weiter geht's. Kaufen Pringles und Sonnenbrillen, ne? Ja, schönen Tag noch. So, einer am Kraftstoff. Liebe Frau, warten Sie. Einmal sauber machen hier. Fischtiere. Du kommst ja gar nicht dazu. So, ich muss mal kurz den Kollegen hier Bescheid geben. So, da ist er wieder. Einmal voll machen und ich würde sagen, Freunde, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.